Und zugeschaltet ist mir nun Anton Hofreiter von den Grünen, der Vorsitzende des Europaausschusses im Deutschen Bundestag. Guten Morgen, Herr Hofreiter. Guten Morgen. Die Entscheidung von Joe Biden, nun also auf die Präsidentschaftskandidatur zu verzichten, in Ihren Augen, war es die richtige Entscheidung? Ja, es war die richtige Entscheidung, es war dringend notwendig, denn man darf ja nicht vergessen, die anstehenden Wahlen in den USA sind keine normalen Wahlen zwischen zwei demokratisch gesinnten Kandidaten, sondern das wären Wahlen gewesen zwischen einem Präsident, der viel erreicht hat, aber erkennbar Schwierigkeiten hatte, was das Auftreten angeht und auch wirklich nicht mehr der Jüngste ist, und einem Gegenkandidaten, der deutlich gemacht hat, dass er einen Rachefeldzug vorhat, der extrem hetzerisch und spalterisch spricht und wovon viele Beobachter, seriöse Beobachter, fürchten, dass er versucht, die Demokratie schwer zu beschädigen, wenn nicht gar zu zerstören. Es läuft jetzt also alles auf Vizepräsidentin Kamala Harris heraus. Aber ist sie tatsächlich die Richtige? In ihren 3,5 Jahren hat sie nicht so viel geschafft, wie sie sich vorgenommen hatte. Die Migration ist im Wahlkampf das Hauptthema. Und dafür war eigentlich Harris zuständig, dass sie sich um die Problematik kümmert und dass sie vor allen Dingen auch die Grenze zu Mexiko dicht macht. Das haben die Republikaner ja jegliche vernünftige Migrationspolitik jetzt, wenn man es in diesem Sinne betrachtet, sabotiert, weil sie gehofft haben, je mehr Chaos an der Grenze ist, desto mehr hilft ihnen das im Wahlkampf. Und Kamala Harris wird, wenn sie es wird, glaube ich, deutlich bessere Chancen haben als wie Biden. Und wie gesagt, man darf bei all dem nicht vergessen, der Gegenkandidat ist kein normaler demokratischer Gegenkandidat, sondern jemand, von dem seriöse Beobachter fürchten, dass er die Demokratie versucht zu zerstören. Aber was heißt das jetzt auch für Deutschland im Umgang? Also Kanzler Olaf Scholz, er hat ja einen relativ engen Draht zu Joe Biden gehabt, zu Kamala Harris. Da wissen wir es nicht so genau. Und im Prinzip haben wir doch jetzt einen Schwebezustand in den deutsch-amerikanischen Beziehungen bis zur Wahl am 5. November. Wie also damit umgehen? Wir haben den Ukraine-Krieg. Das ist eine brenzlige Situation, zumindest hier in Europa. Ich glaube, unabhängig davon, wie die Wahlen ausgeht, sind wir sehr gut beraten, uns endlich sicherheitspolitisch unabhängiger zu machen von den USA. Wir müssen uns in der Hinsicht vorbereiten, dass wir mehr in unsere Verteidigung, mehr in unsere Sicherheit investieren und indem wir stärker die Sicherheit auch der Ukraine garantieren. Das ist in unserem eigenen Interesse, denn es kann nicht sein, dass mit einer der ökonomisch stärksten Regionen der Welt, nämlich die Europäische Union, dann noch Großbritannien dazu, wenn es ein Sicherheitsproblem in Europa gibt, den meisten nichts anderes einfällt, als zu fragen, was Washington macht. Russland hat ein Bruttoinlandsprodukt in der Größe von Spanien oder Italien. Das heißt, wir müssen endlich selber erwachsen werden und mit den Problemen selber fertig werden. Und zwar unabhängig davon, wer gewählt wird, ist das endgültig der Zeitpunkt jetzt. Herr Hofreiter, aber wenn wir jetzt auf das EU-Außenministertreffen heute in Brüssel schauen, man sieht, die EU, die zieht weiterhin nicht an einem Strang. Man sieht es doch an der Ratspräsidentschaft Ungarns. Da macht Ministerpräsident Orbán nach eigener Darstellung Friedensmission, reist zu Putin, reist zu Xi, reist zu Trump. Also warum kommt Europa dann nicht zusammen? Gerade in diesen Zeiten jetzt, auch mit dem Vakuum in den USA, muss doch die Gemeinschaft endlich die Signale der Zeit erkannt haben. Die europäische Gemeinschaft kommt stärker zusammen, wie man auf den ersten Blick denkt. Ja, Orbán ist ein Problem, aber man sollte ihn nicht überbewerten. Er hat sich selber weiter isoliert. Er hat überhaupt nichts erreicht, logischerweise, in Russland und in China. Denn es ging ihm natürlich auch überhaupt nicht um Verhandlungen. In China ging es ihm darum, Investitionen für sein autokratisches System zu erreichen. In Russland weiter billiges Erdgas zu erreichen. Also das sollte man wirklich nicht überbewerten. Und die Europäische Union hat, ich glaube, seit Jahrzehnten das beste Führungstrio seit langem. Katja Kallas, der Außenbeauftragte, also der Außenministerin der Europäischen Union, eine ganz starke Person. Mit Costa, jemand, wo man sicher sagen kann, der wird es deutlich besser machen als Charles Michel. Und von der Leyen hat insbesondere bei Außen- und Sicherheitspolitik, bei der Ausrichtung der Europäischen Union in Richtung Geopolitik auch in der Vergangenheit schon vieles richtig gemacht. Ist ohne die Faschisten von der demokratischen Mitte wiedergewählt worden. Also ich sehe die Europäische Union eigentlich stärker
als die ganzen letzten Jahre und habe deshalb ganz gute Hoffnung, dass wir das hinkriegen, insbesondere wenn Deutschland endlich auch aus den Buschen kommt. Sagt Anton Hofreiter, Bundestagsabgeordneter der Grünen und Vorsitzender des Europaausschusses im Deutschen Bundestag. Herr Hofreiter, ich danke Ihnen für das Gespräch. Ich danke Ihnen.